Tag, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen zu eurer Simulator 2013. Ich habe meine ganze große Hörer schon verloren. Guckt schon mal. Der Osterhase. Ich habe meine Hörer schon verloren. Auch als Unterbrandmeister hast du dich bewährt und wirst mit sofortiger Wirkung zum Brandmeister befördert. Damit steht auch erstmals das Drehleiterkorbfahrzeug Florian 9 zur Verfügung. Ja. Ihr seht es. Ihr seht es. Aufstieg. Und jetzt ist es echt nicht mehr lange, bis wir dann endlich hier die Herrschaft über diese Wache haben. Es ist nämlich nur noch eine Stufe. Kommt dann auch noch eine Stufe. In der nächsten Stufe können wir dann auch die Oberbosse, die Rosenbauer Panther fahren. Und dann in der letzten Stufe können wir dann alle fahren. Also dann können wir uns vor jeder Schicht aussuchen, welches Fahrzeug wir fahren wollen. Ja, auch sehr cool, Mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichtanteilung. Ja, die heutige Schichtanteilung. Du siehst so aus, als wolltest du heute noch hoch hinaus. Deswegen darfst du dich heute mit unserem Drehleiterkorbfahrzeug beschäftigen. Zum äußeren Erscheinungsbild sieht das... So, das war's auch schon. Alle Geier, an die Arbeit ja und passt auf euch auf. Du siehst aus, als wolltest du noch heute noch hoch hinaus. Ja, da hast du recht, denn heute werde ich die Mystiken dieser Wache und des ganzen Geländes klären. So werde ich den Systemcheck zum ersten Mal in der Wache machen. Bis er dann bestimmt umkommt. So, und jetzt fahren wir deine Stützen aus. Ja. Sehr schön. Die Leiter drauf. Komm da nicht hin. Jetzt bin ich drin. Es ist so lustig. Ich finde das so klasse. Hiermit kann man einfach alles machen, was man möchte. Man kann jeden Bereich in dieser beklagten Wache besuchen. So, was haben wir denn hier? Hier sind wir bei meinem Schlafzimmer. Dann gehen wir doch gleich mal in mein Zimmer rein. Hier ist mein Zimmer. Hier ist mein Bett. Ja. Das ist so klasse. Ich weiß nicht. Erwählt! Gleich mal ein Screenshot gemacht. Und hier kommen wir nicht weiter. Ach ja. Gut, dann fahren wir das Teil mal wieder ein. Komm. Zurück durch den Boden. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir raus. Dann fahr das Teil mir wieder ein. Denn ich möchte jetzt ein bisschen weiterfahren. So, jetzt aber. Ach so, super, dass ich das Teil fahren kann. Ich finde das klasse. Ist auch so wendig. Florian 9 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Salsa tanzen. Ich tanze Salsa. Den ganzen Tag. Yeah, Salsa. Den ganzen Tag. Und zwar möchte ich jetzt... Oh, das interessiert mich jetzt. Was ist da drin? Wahrscheinlich ist da gar nichts drin, wie sonst war. Kommt überall auf. Das interessiert mich trotzdem. Was ist da oben?
So, ausfahren. Einsatzbefehl für Florian 9. Im Außenbereich des Helikopterflugplatzes wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Viel Glück. Er rammt mich. Er rammt mich nicht. Florian 9er Leitstand, melde Einsatz ja, angenommen. Er rammt mich. Er rammt mich nicht. Ja, er rammt mich. Er rammt mich nicht. Ja, er rammt mich. Nein, er rammt mich nicht. Das ist wie so Blüten ziehen. Blätter ziehen. Er liebt mich nicht. Ja, gut, in meinem Fall sie, aber okay. Wer nutzt schon diese Wege, bitte? Warum sind diese Wege überhaupt da? Die nutzt doch wirklich niemand. Eigentlich vor meinen Kollegen da, weil ich eine Abkürzung geplant bin. Ich würde erst später losfahren. Hast du überhaupt irgendein Kollege mit? Du bist so einsam. Oh, der Zaun. Jetzt bin ich also wirklich am Arsch der Welt. Oder halt am Arsch des Spiels. Ah, da hinten brennt's und die Kollegen sind alle da. Da hinten brennt's. Florian 9 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Oh, der Helikopter brennt. Ja, gut. Ich brauche jetzt aber wohl kaum meine Drehleiter. Wo ist denn der Schlauch drin? Hier ist der Schlauch. Ist das heiß? Ja, das ist heiß. Florian 9 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Heiß. Da können wir auch gleich mal gucken, wenn wir hier schon stehen, was da oben denn drin ist. Ja, wir sind zu weit weg. Also, wir müssen ein bisschen näher ranfahren. An das Gebäude. Es sieht wirklich sehr amüsant aus, muss man sagen. Wie der das Teil einzieht. Ach ja. Spaßig, würde ich sagen. Da ist ein Flugzeug. Ein Markus kommt, glaube ich. Das ist doch wahr. Also, Schlitz wieder ausfahren. Ich komme drauf. Danke. Also, diesmal klappt's aber. Bin ich mir sicher. Einsatzbefehl für Florian 9.
Uns erreichte eine Meldung vom alten Frachtterminal an Gate E. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Kommt halt zurück oder bring wenigstens die Fahrzeuge halt zurück. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Warum? Warum kann ich nicht einmal das machen, was ich möchte? Florian 9 Alleinstand, melde Einsatz angenommen. Also los. Ja, und dann fährt er mir auch noch einen Weg, du Arschloch. Scheiße. Der erste Einsatz mit dem Leiter. Fahrzeug wieder geschissen. Oh Mann. Na super. Das ist ja klasse. Erste Schicht. Direkt verkackt. Naja, egal. Dann halt in der nächsten Folge das erste Mal hier mit dem Brandmeister. Bis zum nächsten Mal. Ciao.